Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 10783. Mehr Verschlüsselung wagen, staatliche Hintertüren und Kryptobeschränkungen sind der falsche Weg. Ich eröffne die Aussprache und als erster Redner hat für die antragstellende Fraktion der Piraten Herr Kollege Lammler das Wort. Der aber nicht reden möchte, oder doch? Ich warte noch einen Augenblick, bis die Kollegen im Büro verlassen haben. So, Herr Kollege Lammler, der Geräuschpegel ist auf einem sehr niedrigen Niveau, auch wenn die Kollegen gerade den Saal verlassen. Ich will die Kollegen ja nicht stören. Also. Ich würde dann jetzt anfangen. Ich hoffe, ich störe die Kollegen nicht bei ihren Gesprächen und im Verlassen des Raumes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten 15 Jahren hat sich unsere Gesellschaft stark verändert und das Internet hat Einzug in fast alle unsere Lebensbereiche gefunden. Grundrechte wie Privatsphäre und Vertraulichkeit der Kommunikation müssen auch jetzt eine konsequente Anwendung finden, um unsere Demokratie zu stärken und zu schützen. Oftmals jedoch führt mangelndes technisches Verständnis und die Annahme, das Internet sei ein rechtsfreier Raum, so wie es die Populisten und Sicherheitsesoteriker verkünden, zu Fehlentscheidungen auf politischer Ebene. Und gerade in der heutigen Zeit müssen wir unsere Bürgerrechte stärken und beschützen, um unsere Demokratie zu erhalten, denn die Feinde der Demokratie, die sitzen da draußen und sie lauern. Für den Schutz unserer Bürgerrechte sorgen im Internet oftmals kleine, unscheinbare Softwarekomponenten und Module. In der Regel sind es Open-Source-Projekte von technischen Enthusiasten, von Weltverbesserern, alles auf ehrenamtlicher Basis. Diese Menschen sind es, die oftmals in ihrer Freizeit alles dafür geben, um auch weiterhin den Menschen diesen Schutz zu geben. Und dabei werden sie selbst sehr verletzlich. Diese kleinen Open-Source-Bausteine des Internets, die dafür sorgen, dass Sie alle, meine Damen und Herren, zum Beispiel vertrauliche E-Mails verschicken oder einfach nur ein geheimes Passwort irgendwo eingeben. Sie sind es, die das Internet in der Form zusammenhalten, wie wir es heute kennen. Und ich bin mir sicher, auch Sie alle haben heute mindestens einmal unbewusst eine dieser Funktionen, dieser Open-Source-Software, benutzt. Und sei es, als Sie vorhin einen Blick auf Ihr Smartphone geworfen haben. Diese kleinen, aber sicherheitsrelevanten Bausteine sind es aber, die die Aufmerksamkeit von Geheimdiensten und den Sicherheitsfanatikern in den Innenministerien auf sich gelenkt haben. Und spätestens seit Edward Snowden wissen wir, dass diese Kräfte auf die kleinen Projekte einen großen Druck ausüben, um an zentraler Stelle die Vertraulichkeit der Kommunikation der Menschen zu brechen. Die politische Forderung nach staatlichen Hintertüren oder Backdoors in Soft- und Hardware geistert immer wieder durch die Fachmedien. Und diese Forderung wird auch gestellt, unter anderem in Deutschland. Einige dieser kleinen Open-Source-Projekte sind so unter Druck geraten, dass sie schlicht ihre Arbeit eingestellt haben oder noch schlimmer, sie haben den Druck nachgegeben. Anfang Januar 2016 hat das niederländische Parlament aber etwas sehr Bemerkenswertes gemacht. In einem Positionspapier hat man sich nicht nur zu den Bürgerrechten bekannt und den Stellenwert dieser hervorgehoben, sondern sich im gleichen Atemzug gegen jegliche Art von staatlichen Hintertüren in Hard- und Software ausgesprochen. Man sieht es als existenziell wichtig an, die Vertraulichkeit der Kommunikation gegenüber Dritten zu schützen. Und das ist großartig und das ist vorbildlich. Und damit es nicht nur Lippenbekenntnisse sind, hat man diese Position auch noch mit einer Förderung in Höhe von 500.000 Euro für sicherheitsrelevante Open-Source-Projekte hinterlegt. Und ich frage mich an dieser Stelle, wenn die Niederlande das kann, wieso kann das Land NRW das nicht? Wir sollten uns auf politischer Ebene darüber unterhalten, welche Maßnahmen wir treffen können, um die Grundrechte der Menschen effektiv im digitalen Zeitalter zu schützen. Denn es ist nicht nur damit getan, einfach nach Datenschutz zu schreien und diesen einzufordern,
aber dabei die technische Ebene auszulassen. Weil wenn wir nämlich das tun, dann laufen wir Gefahr, dass die technischen Entscheidungen und Umsetzungen uns von internationalen Konzernen wie Google und Co. abgenommen werden. Und ich möchte nicht, dass diese Großkonzerne meine Bürgerrechte beschützen. Wir müssen die Förderung von Open-Source-Projekten, ganz besonders denen, die dem Schutz unserer Bürgerrechte dienen, zur öffentlichen Daseinsvorsorge machen. Und dieser Antrag könnte ein erster Schritt dazu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Vogt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Lommler, Ihr Antrag, mehr Verschlüsselung wagen, ist relativ kurz ausgefallen. Datenschutz und Verschlüsselungsmöglichkeiten sind wichtig, dabei sind wir uns hier einig, darin, dass Privatsphäre und Meinungsfreiheit unabdingbare Bestandteile unserer Demokratie sind auch. Ihr Antrag wird aus unserer Sicht aber der Relevanz des Themas nicht gerecht, beschäftigt sich ausschließlich mit einem Beschluss des niederländischen Parlaments, nichts Relevantes zur Situation in NRW, nichts zum E-Government-Gesetz, dort wird auch von Verschlüsselung gesprochen, nichts dazu, was bei uns bereits geleistet wird oder hier Beschlusslage in diesem Parlament ist. Nehmen wir allein den Forschungsbereich, wenn wir uns ansehen, was in unserem Bundesland im Bereich Internetsicherheit und Kryptographie läuft, finden wir eine ganze Menge. An der Westfälischen Hochschule finden wir das Institut für Internetsicherheit, das international anerkannte Horst-Görz-Institut an der Ruhr-Uni in Bochum leistet auch hier eine herausragende und wichtige Arbeit. Die RWTH Aachen forscht auch in diesem Bereich. Liebe Piraten, Sie fordern eine Projektförderung zur Weiterentwicklung von Kryptographie. Schauen Sie sich doch einmal den Leitmarktwettbewerb IKT NRW 2014 an. Hier wird deutlich, dass das Thema für NRW relevant ist und bereits bearbeitet wird. Der Antrag ist insgesamt sehr dürftig und dass Sie bei diesem wichtigen Thema, was Sie ja als eine Kernkompetenz für sich in Anspruch nehmen, so wenig zu Papier bringen, sagt einiges aus, eine knappe DIN A4-Seite. Dass Sie jetzt auch noch eine direkte Abstimmung beantragen, anstatt das Thema breit im Ausschuss zu diskutieren, ist schade. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Stein. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ja, um es vorwegzunehmen, dieser Antrag der Piratenfraktion ist natürlich und sehr offensichtlich ein Beispiel verhinderter Bundespolitik. Dennoch ist das Grundanliegen ja nicht grundsätzlich falsch, allerdings viel zu undifferenziert angesichts der aktuellen Bedrohungslage, um einen verantwortungsvollen politischen Beitrag leisten zu können. Zunächst gilt, was auch in der Bundestagsdrucksache 18/5144 nachzulesen ist, grundsätzlich ist es in Deutschland jeder Person erlaubnisfrei gestattet, in privaten Angelegenheiten verschlüsselt zu kommunizieren. Dem staatlichen Zugriff auf Kommunikationsinhalte sind durch Artikel 10 des Grundgesetzes, Herr Sommer, und die einschlägigen Fachgesetze enge Grenzen gesetzt. Die Befugnisse sind im Detail im Bundesverfassungsschutzgesetz, im Bundesnachrichtengesetz und im Gesetz über den militärischen Abschirmdienst sowie dem Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses geregelt. Darüber hinaus sind die Befugnisse der Ermittlungsbehörden des Bundes im Bundeskriminalamtgesetz, Bundespolizeigesetz, das Gesetz über das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsämter sowie der Strafprozessordnung abschließend geregelt. Und zusätzlich unterliegt der Bereich der Nachrichtendienste des Bundes zudem der Kontrolle durch die G10-Kommission des Deutschen Bundestages. Nun hat sich auch unser Bundesinnenminister mit der Unterzeichnung der Charta zur Stärkung der vertrauenswürdigen Kommunikation für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bereits erfolgreich stark gemacht. Mit dem Inhalt dieser Charta sind übrigens die ersten beiden Spiegelstriche ihrer Forderung unter Römisch 3 längst erfüllt. Und daher muss die Landesregierung diesbezüglich auch nicht mehr tätig werden auf Bundesebene.
Und Ihre dritte Forderung, Fördermittel für Open-Source-Projekte mit dem Schwerpunkt Kryptographie bereitzustellen, ist abzulehnen. Es bleibt völlig unklar, wie Sie Open-Source-Projekte sinnvoll und effizient unterstützen wollen. Wer soll das Geld bekommen, wenn bei Open-Source-Projekten prinzipiell alle mitarbeiten können? Und wie groß wird der bürokratische Akt dafür? All das sind Fragen, die Sie selbst sich beantworten können, wollen. Ineffizienter Einsatz von finanziellen Mitteln und zusätzliche Bürokratie können wir jedoch nicht begrüßen. Alles in allem hängen die Forderungen in der Zeit zurück oder sind nicht zielführend. Dennoch empfehle ich hier meiner Fraktion, um zu unterstreichen, dass auch wir das Thema der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sehr ernst nehmen, hier eine freundliche Enthaltung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin van Dinter hat ja immerhin freundlich applaudiert zu der Aufforderung nach einer freundlichen Enthaltung. Es ist nicht, obwohl es von Herrn Stein gesagt wurde, nicht alles falsch, was er gesagt hat. Zunächst mal, wir erleben hier wieder einmal das Spiel, was wir von der Piratenfraktion inzwischen gewohnt sind. Wir sollen ständig etwas begrüßen, kritisieren, bekennen, appellieren oder mit Abscheu zurückweisen. Dieser Antrag gehört wieder in diese Kategorie. Grundsätzlich haben wir eine große Einigkeit darüber, dass Verschlüsselung wichtig ist, gerade im digitalen Zeitalter wichtig ist. Wir Grüne stehen zu verschlüsselter Kommunikation, wir stehen zur Integrität informationstechnischer Systeme. Und wenn Sie sich die Debatten auf Bundesebene anschauen, dann sehen Sie auch, dass wir da die Bundesregierung für ihr doch schizophrenes Auftreten auch kritisiert haben in den letzten Wochen. Denn es ist ja so, auf der einen Seite nach den Snowden-Enthüllungen hieß es immer, ja, ja, verschlüsselt mal schön, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann müssen wir, Bundesregierung, uns nicht kümmern. Da hat man auch noch ein paar wohlfeile Worte in diese sehr geduldige digitale Agenda reingeschrieben. Aber dann sehen wir doch jetzt in den letzten Wochen, dass Herr de Maizière wieder fordert, es müssten generell Hintertüren in Verschlüsselungssoftware eingebaut werden. Das zeigt, dass er weiterhin unwillens ist, die rechtsstaatlich notwendigen Konsequenzen zum Schutz der privaten Kommunikation und der digitalen Infrastrukturen zu ziehen. In dieser Hinsicht, lieber Kollege Lammler, haben Sie ja durchaus recht, kann ich mich der Kritik anschließen, was den Bund angeht. Aber ich will durchaus darauf hinweisen, dass wir hier ja auch über sehr konkrete Landespolitik miteinander eigentlich sprechen sollten. Und da haben wir, was das Land angeht, sowohl was den Verfassungsschutz als auch die Polizei angeht, keinerlei Ausweitung der Eingriffsbefugnisse vorgenommen, seit Rot-Grün regiert. Und das gehört erstmal zur Seriosität der Debatte dazu. Dann haben Sie bei Ihren konkreten Beschlusspunkten zwei konkrete Anliegen. Da muss man sagen, beim ersten, das ist im Prinzip schon erledigt, Beschluss des Landtags vom Juni 2014, der hieß Spione unerwünscht, Wissen über sichere E-Mail-Kommunikation verbreiten. Das war ein Antrag der Piratenfraktion, den wir damals, der Kollege Schwert noch, wir haben damals einen guten Beschluss gemeinsam hinbekommen. Das will man ja, das ist ja klar. Wir haben uns darin als Landtag auch zu Verschlüsselungstechnologien bekannt. Das gilt. Und in diesem Beschluss war es dann nicht alleine das Bekenntnis, sondern auch konkrete Aufforderungen im Rahmen der Förderung der Medienkompetenz auf ein breiteres Wissen über Verschlüsselung hinzuwirken. Der wichtigste Punkt, den haben wir allerdings jetzt auch schon aufs Gleis gesetzt, nämlich eine Möglichkeit zur verschlüsselten Kommunikation mit allen Landesbehörden. Das steht drin im Entwurf für ein E-Government-Gesetz, Paragraph 3 Absatz 1. Ich gehe davon aus, die Piratenfraktion wird diesem Gesetzentwurf begeistert zustimmen. Zum dritten Punkt des Antrags, die öffentliche Förderung von Verschlüsselungstechnologien, vielleicht noch einige kurze Bemerkungen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen hier eine Menge Spitzenforschung im Bereich IT-Sicherheit. Wir unterhalten uns an vielen Stellen richtigerweise darüber, wie kommt das dann auch an der Basis
an? Wie wird es von mehr Bürgerinnen und Bürgern genutzt? Wie wird es auch gerade von Unternehmen hier im Land genutzt? Das ist ja ein beliebtes Thema, beispielsweise auch in der Enquete-Kommission zur Zukunft des Mittelstands. Und Sie kennen möglicherweise das Förderfeld IT-Sicherheit für die Wirtschaft im Rahmen der Leitmarktwettbewerbe. Kryptographie ist da ein zentrales Thema. Und insofern muss ich auch hier sagen, da kommen Sie zu spät. Wenn Sie auf einer konkreten Ebene Verbesserungsvorschläge haben, dann sind wir dagegen nicht immun. Aber das, was heute auf dem Tisch liegt, das ist einfach unkonkret, das ist Bekenntnisebene, das bringt uns in der konkreten Debatte nicht weiter. Und darum gibt es von uns keine freundliche Enthaltung, sondern eine nicht minder freundliche Ablehnung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Hafke das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Piraten fordern ein starkes Bekenntnis der Landesregierung zum Thema Verschlüsselung. Außerdem regen sie die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Förderung von Verschlüsselungstechnologien an. Für die FDP-Fraktion möchte ich betonen, dass Verschlüsselung in der Tat ein wichtiges Thema auf dem Weg in die digitale Gesellschaft ist. Der Schutz der Privatsphäre, sichere und ungestörte Kommunikation und Datenschutz sind wichtig, wenn die Menschen Vertrauen in die digitale Entwicklung haben sollen. Und dieses Vertrauen brauchen wir ja, wenn wir weiter eine innovative Gesellschaft mit hohem Wohlstandsniveau bleiben wollen. Denn neue Ideen, Wachstum und Vielfalt, das alles entsteht nur in einem Klima von Freiheit und Vertrauen und nicht in einem der Angst und des Misstrauens. An dieser Stelle erlaube ich mir daher auch den Hinweis auf die Verfassungsbeschwerde der Freien Demokraten gegen die Vorratsdatenspeicherung, die gestern eingereicht wurde. Denn die Vorratsdatenspeicherung verhindert genau das, um was es in dem Antrag geht: sichere und vertrauenswürdige Kommunikation, Schutz der Privatsphäre und persönliche Daten. Wir sehen das Thema also, wie der Antragsteller, als wichtigen Bestandteil der Bürgerrechte. Bedauerlich ist jedoch, dass der Antrag weitgehend substanzlos ist. Sie konstruieren hier eine Verbindung des Landtags NRW zu irgendeiner Entscheidung des niederländischen Parlaments, die überhaupt keinen Bezug zu unserer Arbeit hier hat. Dementsprechend fällt es Ihnen auch schwer, eine konkrete Forderung aufzustellen. Der Landtag soll diese Entscheidung aus den Niederlanden also als Fingerzeig ansehen. Fingerzeig von wem, an wem und in welche Richtung, das verraten Sie uns hier und heute nicht. Das Gleiche gilt für den Hinweis, der Landtag solle sich auf dieser Basis beim Bund für eine Positionierung einsetzen. Die Arbeit, diese Position genau zu benennen und zu erklären, welche bisherigen Positionen dem entgegensteht, machen Sie auch nicht. Die im Titel des Antrags monierten staatlichen Hintertüren benennen Sie im Antrag selbst dann auch gar nicht mehr. Das alles ist sowohl inhaltlich als auch konzeptionell schwach. Mir scheint, die Antragsteller wollten ein vermeintlich interessantes Stichwort mal einfach in den Landtag werfen. Die Ableitung einer konkreten politischen Forderung war dann jedoch nicht mehr drin. Darin ändert auch die ebenfalls wenig konkretisierte Forderung nach Fördermitteln nichts. Mal abgesehen davon, dass weder eine konkrete Fördersumme genannt wird, noch die Gegenfinanzierung erläutert wird. Sie liefern gar keine Problemstellung, warum es an Förderung mangle oder was für eine Wirkung diese denn entfalten würde. Darüber hinaus sehe ich offen gesagt auch grundsätzlich gar keine Notwendigkeit, eine bestimmte Verschlüsselungstechnologie zu fördern, da der Markt ausreichend Angebote bereithält. Sie selbst schreiben es in Ihrem Antrag, Sie schreiben selbst in Ihrem Antrag, diese besonderen Softwaremodule sind ein elementarer Bestandteil der Transportverschlüsselung im heutigen Internet. Ich hielte es vor diesem Hintergrund weder für erforderlich noch für richtig, eine bestimmte Technologie zulasten einer anderen zu bevorzugen und zu fördern. Meine Damen und Herren, wenn die Digitalisierung zu einem Erfolg für die Menschen und die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen werden soll, brauchen wir in der Tat mehr digitale Impulse von der Landesregierung. Wir hatten dafür eine digitale Offensive vorgeschlagen. Eine Initiative für digitales Lernen und digitales Lehren, offene WLAN-Angebote aller Landeseinrichtungen, mehr Engagement beim Breitbandausbau oder die Einsetzung eines Digitalausschusses im Landtag. Das sind Punkte, die Nordrhein-Westfalen voranbringen. Der hier heute vorgelegte Antrag leistet allerdings aus unserer Sicht keinen zählbaren Beitrag zu dieser Debatte. Eine Ausschussbefassung haben Sie sich ja daher auch schon von vornherein verschlossen. Daher werden wir diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Als nächstem Redner erteile ich dem fraktionslosen Abgeordneten Schwert das Wort. Hat sich nicht gemeldet. Sie stehen hier, Herr Schwert, aber das erleichtert das Verfahren. Vielen Dank.
Dann ist die Reihe an Herrn Minister Jäger. Bitte, Herr Minister, ich teile Ihnen das Wort. Sie wollen es oder Sie wünschen es. Ich wünsche es, Herr Papke, weil die Landesregierung gerne ihre Haltung zu wichtigen Themen im Landtag vorträgt. Meine Damen und Herren, das haben wir schon mehrfach getan zu diesem Thema hier im Plenum, aber auch in Ausschüssen. Ich will gerne noch mal die Haltung der Landesregierung hier wiederholen. Es braucht nämlich nicht einer Positionierung wie im niederländischen Parlament. Wir haben das deutlich und klar immer wieder gesagt. Wir unterstützen jede Form von Verschlüsselung. Wir sind ganz dagegen, nicht bereit, Beschränkungen hinzunehmen. Wir setzen uns auch aktiv dafür ein, Verschlüsselung einzusetzen und zu fördern. Die Rechtspolitiker und die Innenpolitiker, Herr Lammler, in Ihrer Fraktion wissen es. Das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostverfahren dürfte mittlerweile dort auch bekannt sein. Es dient nämlich dazu, elektronische Dokumente rechtswirksam, schnell und durch Verschlüsselung sicher zu übermitteln. Auch nach dem E-Government-Gesetz verfolgen wir das Ziel des Einsatzes der Verschlüsselung weiter zu fördern. Nach dem E-Government-Gesetz sollen Behörden dazu verpflichtet werden, für den Zugang von Dokumenten auf elektronischem Weg ein Verschlüsselungsverfahren zwingend anzubieten. Was zur Förderung angeht, Herr Lammler, im Bereich der IT-Sicherheit fördert die Landesregierung bereits zahlreiche Initiativen, ganz speziell auf dem Gebiet der Kryptographie, zum Beispiel im Rahmen des Leitmarktwettbewerbs IKT NRW 2014. Zudem finanzieren wir herausragende Kompetenzen auf diesem Gebiet, unter anderem beim Heinz-Görz-Institut und bei den in NRW ansässigen Fraunhofer-Instituten. Herr Minister, und, Herr Kollege Sommer würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Ja, vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich hätte einfach gerne gewusst, ist es eigentlich möglich, Ihnen persönlich dienstlich eine verschlüsselte E-Mail zukommen zu lassen? Herr Sommer, grundsätzlich schon. Dann müsste ich Ihnen auch meine persönliche E-Mail-Adresse bekannt geben. Das möchte ich ungern tun, Herr Sommer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber hinaus wird NRW 4.0 dafür sorgen, dass wir weitere Forschungsaufträge in der IT-Sicherheit weiter fördern werden. Was Herr Lammler in Ihrem Antrag ein bisschen zu kurz kommt, ist nämlich die Kehrseite der Verschlüsselung. Wir haben nichts dagegen, ganz im Gegenteil, wir fördern es, wenn gesetzestreue Bürgerinnen und Bürger Verschlüsselungsmöglichkeiten nutzen und damit ihre Privatsphäre auch schützen. Aber das gehört eben halt auch zur Ehrlichkeit dazu. Es ist die Kehrseite derselben Medaille, dass genau diese Verschlüsselung auch von Straftätern genutzt wird. Das Internet ist dabei Tatwaffe und zugleich auch Tatort. Die Täter bleiben dabei im Verborgenen. Sie überschreiten Staatsgrenzen per Mausklick, verschleiern ihre Identität. Und auch wenn Sie Piraten vielleicht nicht gerne hören, sie verschlüsseln dabei ihre Daten. Das macht es extrem schwer, diese Täter auch aufzuspüren. Um gar keinen falschen Eindruck zu erwecken, NRW schützt und respektiert Bürgerrechte. Das steht auch überhaupt nicht zur Debatte, aber dass eben diese Techniken nicht nur Vorteile haben, sondern auch Gefahren bieten, kommt leider in dieser Diskussion deshalb zu kurz, weil Sie diesen Antrag zur direkten Abstimmung gestellt haben, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Die Piraten. So entsteht der Eindruck, dass Ihre Fraktion einzig und allein es darum geht, ein politisches Statement abzugeben. Schade, dass wir das haben nicht intensiver diskutieren können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Zu der kommen wir, und zwar über den Inhalt des Antrags in Drucksache 10783. Wer stimmt für den Piratenantrag? Da sind die Piraten und der fraktionslose Abgeordnete Schwer. Danke. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP und die CDU. Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. So, damit ist der Antrag Drucksache 10783 mit dem festgestellten Abstimmungsverhalten der Fraktionen mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich rufe auf Tages